Hallo Far Cry-Freunde, hallo YouTube, mein Name ist Tom Thompson und willkommen zurück zu unserem gemeinsamen Keiner kann uns stoppen Let's Play in Far Cry auf der One und so. Wir sind zu Hause, Butze, sieht geil aus, wir haben Licht. Ich hatte ja gesagt, wir machen heute mal, wir probieren mal diese Scheiße da. Wir probieren mal diesen Außenposten zu holen. Ich nenne es einfach mal Außenposten, weil das ist eigentlich gar keine Burg. Das ist gar keine Burg, das ist unser nicht würdig. Ich muss auch mal gucken, wie wir da am besten hinkommen. Also ich glaube, wir müssen wieder mit der Kirche ums Dorf, ne? Da waren wir ja, glaube ich, schon mal. So ein bisschen hier. Bei der Brücke waren wir schon mal. Also hoch kommen wir nicht. Vielleicht kommen wir da auch gar nicht hin, ich weiß es nicht. Vielleicht sollten wir, warte mal, pass mal auf. Wir machen mal hier eine Schnellreise hin. Und gucken, ob wir von unten nach oben kommen oder ob da keine Möglichkeit besteht. Ansonsten hatte ich ja gesagt, wir machen ansonsten die Nintendo-Mission, also die N-Noah. Noah, das ist eine ganz neue Person. Vielleicht sollten wir da auch mal gucken. Ich dachte, es wäre ein Trick. Aber es war keiner. Ja, komm, ich rette deine Geiseln. Nee, du musst mit niemandem mehr pennen. Boah, ist die. Du bist sowieso hässlich wie die Nacht. Ja, erreiche die Geiseln. Auf geht's. Auf geht's. Querfeld ein hier. 200 Meter, ist kein Problem. Da kann jetzt auch so ein kleiner Hügel nicht stoppen. Weil vielleicht bringt uns das ja auch weiter. Wisst ihr, so eine, ab und zu mal eine Geiselmission mal rein. So ganz locker flockig hier. Ein paar Pflanzen nehmen wir mit. Immer nur die Blüten, immer nur das Beste. Wie beim Spargel, da isst man auch nur die Spitzen, den Rest kannst du wegschmeißen. Nee, Quatsch, das ist total dekadent, aber... Ja, ist halt so, das schmeckt halt auch am besten. Das Zarteste ist immer ganz oben. So, schauen wir mal. Okay, rette mindestens zwei Geiseln. Ja, okay, mach mal. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss die Vögel erstmal finden. Ganz vorsichtig gucken. Ich bin alles andere als vorsichtig, ich weiß. Wo müssen wir? Hört ihr es? Ich glaube, die sind hier drin. Tanzt du den Felsen an, oder wie? Unsere Leute. Die wehren sich nicht mal. Ganz ruhig, ganz ruhig. Tom Clancy wäre stolz auf mich. Hier sind noch Leute. Hi! Messer! Schick dich zu deinen Scheiß an! Mitmann! Tu das nicht, Mann! Jawohl, das war, glaube ich, der letzte. Jawohl, ha! Schön doof. So, bitteschön. Du bist frei. Sehr gut. Tom Clancy hier für Arme. Wir haben es geschafft. Schön. Gefällt mir richtig gut. Wir brauchen Geld, damit ich meine Butze weiter ausbauen kann. Jeder wird mich, denke ich, mal haten dafür. Aber ich will einfach ein schönes Zuhause haben. Mit Licht und der Schnapsbrennerei. Heroindosis, genau. Hier. Raxi. Das ist sowas wie ein Joghurt. Darfst nach Hause gehen übrigens. Nein. Jetzt hätte ich fast mein Snipergewehr weggeworfen. Spinnst. Okay. Jetzt gucken wir mal, dass wir hier ein bisschen weiterkommen. Hier liegen zwei Typen noch rum. Die können wir auch noch plündern. Nehmen wir auch noch mit. Ihr habt, denke ich mal, auch was ganz Interessantes bei euch. Latexhandschuhe. Ja, für die Spielchen am Abend hier. Hat schon eine Halskrause, der hat es ein bisschen übertrieben. Wo müssen wir denn jetzt eigentlich hin? Karte. Ich wollte eigentlich da so hier. Wegpunkt.
Hab ich ihn jetzt gesetzt? Hab ich nicht gesetzt? Warum habe ich den nicht gesetzt? Jetzt habe ich ihn gesetzt. Jetzt gucken wir, dass ich irgendwie hier ein Auto erwische. Dann drehen wir mal eine kleine Runde. In der Hoffnung, dass wir irgendwie da hinkommen. Aber der zeigt mir das auch gar nicht an auf der Map. Seht ihr das? Der zeigt mir das nicht an. Meine Fresse, ich und fahren. Hallo, vorwärts. Ah, hier, doch. Hier haben wir jetzt eine Route. Na endlich. Gut, okay, dann fahren wir noch die Route mal lang. Und es geht wieder los. Tut mir leid. Normalerweise habe ich ja gute Laune, aber das kotzt mich an. Die Medien kotzen mich an. Und nicht ich. Ich bin die guten Medien. Ich rede von den westlichen Medien. Wir sitzen hier in Kyrat mitten in einem waschechten Bürgerkrieg und man findet nicht einen einzigen Bericht darüber. Leute, gebt uns wenigstens ein Pop-Up-Werbebanner oder sowas. Kein Mensch da draußen kümmert sich einen Dreck um unseren Kampf. Wenn ich den Browser öffne, ist alles voll mit Werbung für Penispillen. Sind das eure Prioritäten oder was? Immer wenn ich westliche Medien gucke, sehe ich irgendwelche rotznäsigen Popstars, die vor irgendwelchen anderen Leuten twerken. Oh mein Gott, das ist echt beängstigend, wie recht der Typ eigentlich hat, ne? Wollte ich gerade mitnehmen, weil ich auch gesehen habe, dass es hier wieder eine Tagebuchseite oder sowas gibt. Und jede Menge Drohnen. Nee, sowas gibt's hier. Eine Rumpelbumpelmühle. 2 bis zur nächsten Belohnung. Okay. Nehmen wir alles mit, was hier so rumliegt. Warte mal, hier war da gerade eben was. Hä? Zum Lesen. Ein Traum. Yakshini erscheint in den Schatten der Fieberträume. Sie existiert nur in diesen Momenten. Ich habe Schwierigkeiten, mich später an unsere Treffen im Nebel zu erinnern. Wenn ich wach bin, ist es wie ein großer Schmerz und ich zähle die Minuten, bis ich mich ihr wieder hingebe, bis ihre wohltuende Liebe wieder durch meine Adern fließt und das Herz erwärmt. Ich werde verzehrt, ich gehöre ihr. Was ist das für eine Scheiße? Das ist viel zu ramontig hier, Herr Wagtrachter. First Aid brauchen wir nicht, Last Aid wäre besser. Karma Event. Es gibt zumindest schön viel Geld, das gefällt mir. Da freut sich unsere Butze, weil wir brauchen ja einen Gyrokopter. Ja, wir kriegen einfach mal ein Karma-Level geschenkt. Da wir, dass wir nichts gemacht haben, da sieht man mal, die Leute lösen ihre Probleme selbstständig. Sehr gut. So, wie weit müssen wir noch fahren? 600 Meter. Verpiss dich, Vogel. Einsteigen und weiter geht's. Autoreparator. Ja, wir können reden. Gut, mit der brauchen wir nicht mehr reden. Das hat sich soeben erledigt. Ist nicht euer Ernst jetzt, oder? Ja, eigentlich müsste ich dich dafür sofort erschießen. Sofort. Ja, ich komme, ich laufe. Ne, wir fahren Tuk-Tuk. Komm, wir fahren Tuk-Tuk. Es ist kein Geheimnis, dass wir finanziell nicht gut dastehen. Aber wenn es nach Amita geht, geht's bald bergauf. Ich rede von Schulen, Krankenhäusern, Geld, um Ärzte und Lehrer zu bezahlen. Und wer weiß, vielleicht sogar für Schutzimpfungen. Klar, das wäre alles Drogengeld. Aber das ist okay. Und wisst ihr auch warum? Weil Drogen Spaß machen. Nein. Rabbi Rayrunner wiederholt nochmal. Drogen machen Spaß. Und wisst ihr, nein, was Drogen am besten gefällt? Sie funktionieren. Ja, genau. Haschisch und Box. Das Der labert eine Scheiße. Also glaubt dem bitte nicht, ne? Also nicht, dass ihr jetzt denkt, ja geil, das, was ihr im Spiel sagt, das ist alles richtig. Nee. Nicht glauben, so eine Scheiße. Schlechtes Vorbild, Ubisoft. Ganz schlechtes Vorbild. Es gibt immer noch Leute, die haben keine eigene Meinung. Die denken das, was andere sagen. Und manchmal sogar das, was in einem Spiel gesagt wird. Ich glaube aber fast irgendwie, ich komme der ganzen Sache hier nicht näher. Guck dir das mal an. Ich entferne mich immer mehr. Zumindest haben wir hier ein bisschen was geplündert. Wir fahren mal weiter. Mal gucken, wie weit wir kommen. Ey, ihr habt doch alle gekifft, oder? Danke, ich mag das Tuk-Tuk. Bleib stehen!
Irgendwas sagt mir, dass wir hier oben gleich wieder einen Countdown sehen werden. Das ist die berühmte Brücke. Schauen wir mal. Wir kommen auf jeden Fall näher. Ja, ja. Wir sind jetzt gleich wieder hier. Eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Ja, ja, das war's. Hier kommen wir nicht weiter, Leute. Der gleiche Scheiß. Ich kann ja mal gucken, ob ich hier irgendwie doch noch rumkomme, aber ich glaube es fast nicht. Wir werden gleich wieder einen Countdown sehen. Dreh um, gefährliches Gebiet. Ja, ja, das war's dann. Hier kommen wir nicht weiter. Hier müssen wir halt leider... Hier müssen wir leider zurück. Das finde ich irgendwie Mist. Warum bieten sie so eine Scheiße dann erst an? Gut, dann gehen wir halt hier hin und machen eine Nintendo-Mission. Schnellreise, auf geht's. Gucken wir mal, wer Noah eigentlich ist. Bei mir ist immer noch derselbe Tag wie bei Folge 29. Also ich nehme jetzt, wie gesagt, immer so bitte was am Stück auf. Weil Ziel ist es, ne, wenn ein neues Spiel kommt, dass ich mich nicht für Far Cry nochmal hinsetze, sondern dass ich einfach Far Cry durchhabe, euch nach wie vor da fleißig mit Videos versorgen kann. Aber, was wollte ich jetzt sagen? Aber trotzdem halt schon durch bin. Darum geht's eigentlich. Und ich hoffe, das versteht ihr auch so ein bisschen. Okay, gehen wir mal raus hier. Und machen so eine Nintendo-Mission. Wo ist er denn? Da ist er. Noah, Wegpunkt. Glaubst du, du hast das Zeug dazu, in der Arena zu kämpfen? Das beunruhigt mich, deine Frage. Aber, ja, Logo. Und bei euch so? Ob du das Zeug für die Arena hast. Hey Leute, Klappe, ich kann nicht allen zuhören. Das machen wir erstmal weg hier. Ja, ja, nahrhaft und lecker. Sieger, aber das, Mana. Danke, dass du die Außenposten erobert. Rüber, ich bin's, der Thompson und so. Bist du nur? Alter, ja! Entschuldigung. Sollte man echt so einen Daumennagel machen, Leute? Na komm. Sind wir mal nett. Kämpfe in der Arena gibt es keine Allianzen zwischen den Teams. Nutze es zu deinem Vorteil und lasse sie gegeneinander kämpfen. Im Endlosmodus spielst du gegen zahllose Wellen von bestimmten feinen Herausforderungen. Waffenherausforderungen musst du mindestens 3 Sterne erreichen, um zu gewinnen. Wir machen einfach mal Kämpfe. Mal gucken, was passiert. Community-Kämpfe. Kämpfe gegen Freunde. Kämpfe. Schanit Arena. Ich habe keine Ahnung. Gehen wir einfach mal rein und gucken, was passiert, ne? Gott, ey. Die war aber schön angemalt, die Frau, ne? Ist ja auch bald wieder. Fasching. Mögt ihr eigentlich Fasching? Wettet viel und wettet hoch. Nicht nachlassen. Bereitet euch auf den Anblick eines blutigen Schlachtfelds vor. Oh, das... Oh, der redet von uns. Round one. Okay, es gibt also Arena-Level, wie es aussieht hier. Alles klar. Oh, ich habe ein Aim. Ihr seht es selber, ne? Ich laufe mal eine Runde. Die Typen kriegen wir schon. Punktestand 10. Wie viele Punkte muss ich denn erreichen, um hier irgendwie effektiv weiterzukommen? Den Typen holen wir uns hier. Du machst mir keine Angst. Takedown, 25 Punkte. Okay, komm. Wir brauchen bitte Mund. Runde 2, das gefällt mir gerade ein bisschen. Nebenwetten sind nicht erlaubt. Wer inoffiziell wettet, wird an die Tiger verfüttert. Und an meine Ex-Frau. Weg, 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 Mieze! Weg, weg!
Okay. Wir haben die Gunst der Meute, wie es aussieht, für uns erkämpft. Final Round. Okay. Viele, viele Vögel. Die lassen alle ein bisschen was fallen. Ich weiß nicht, ob das Geld ist oder... Jetzt erlaube ich Benzinfässern zu schmeißen. Ich bin nicht mit dem Auto hier. Kurz nachladen. Oh oh. Runde laufen. Größere Runde laufen. Ah, das ist Munition und sowas, hier alles so rumliegt. Kann ich kurz nachladen. Aktuell macht es mir aber ein bisschen wie Spaß. Oh doch. Und knack. Jawoll. Geile Sache. Ey, das macht mir Spaß. Ich bin das Arena-Biest. 4 Pünktchen bekommen. Jawoll. Und was hat das jetzt irgendwie? Und was rechnen? Champions in der letzten Runde herauszufordern. Ich will nochmal. Okay, da gibt's nichts. Ich will aber nochmal. Kann ich nochmal machen? Ich will das nochmal machen. Das ist geil. Das gefällt mir. Oder ist es bloß so eine interne Scheiße da, ne? Kann das auch sein? Also, Runde 1, auf geht's. Mach die Luke auf hier. Nur noch einen Augenblick, bis das Blutbad beginnt. Platziert eure Wetten. Die Viecher waren eigentlich das Schlimmste. Oh oh. Kann ich die eigentlich häuten? War ganz blöd gefragt. Nicht, oder? Erstmal alles niederstechen hier. Jetzt heilen. Arschloch, du bist eins, weg mit dir. Das Arena-Biest ist in der Hut hier. So, wo ist denn der letzte Vogel? Alten schießt noch einer gar mächtig. Ich sollte auf jeden Fall, wenn die Viecher kommen. Das hat gesessen. Scheiße, scheiße, scheiße. Shit, okay, das war zu viel. Schade. Das war zu viel. Wir gehen mal raus. Wir gehen mal raus. Fortsetzen. Zurück. Was gibt's denn jetzt hier noch? Endlos. Musst du gegen endlose Wellen Herausforderung. Gehen wir mal hier reingucken. Mark, Skorpion. MP34. Beendet die Schlacht mit der ausgewählten Waffe und erreiche mindestens 3 Sterne, um die Herausforderung zu gewinnen. AK-47, das gefällt mir. Gehen wir da mal rein. Pro Waffe 3 Sterne. Aha. Aha. Ja, ist es halt mal, ne? Eine ganz komische Mission heute. 5 Wellen insgesamt, okay. Macht auf. Gut, und wir müssen die Tiere lasse ich leben. Die Tiere lasse ich leben. Weil die anderen Typen, die knallen erstmal die Viecher ab, knallen sich gegenseitig ab und so. Glaubt ihr mir, Gang? Wollt ihr eure Freunde behalten?
Waffen hier. Ich stehe nämlich gar nicht mal so schlecht eigentlich. Aha, jetzt geht die Tür wieder zu. Okay, das war kein Problem. Ich wollte gerade sagen, also... Hitboxen, ne? Das war weg. Gott! Da. Jetzt aber. Die Eröffnungswelle ist vorüber. Okay, alles mitnehmen, was wir kriegen können. Spritze rein. Setzen wir das Morden fort. Und die werden der Klammer oben nicht empfangen, weil das ist nämlich das, wo ich rein will. Nein! Ah, die lassen die Tür jetzt offen. Sehr schön. Wir können uns nämlich in aller Ruhe erstmal wieder hochheilen und dann gehen wir wieder raus. Ich meine, Arena ist, hat ja bitte was auch mit Taktik zu tun. Ja, der Verband, der löst sich ganz schnell auf. Der wird assimiliert von meinem Arm, kann man so sagen. Okay, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Moon, und das ist nicht zu knapp hier. Oh toll! Zeit für eine weitere Runde fröhliches Töten! Nein! Ganz schlecht. Ah, komm! Nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben! Werdet ihr nicht genug? Zeigt mir euer Geld! Rinn das Ding, Spritze rein! Weiterlaufen, den Typen, Spritze rein. Ah ne, das ist ein Messer, ist egal. Typ, Spritze rein. Au. Heilen. Benzinfass unter mir, irritiert mich überhaupt nicht. Sehr gut. Die sollen sich ruhig mit den Tieren da ein bisschen bashen. Ich habe eh bloß eine 8 Kugeln. Ich brauche Moon und das ganz, ganz dringend. Okay, alles was grün ist, ist ja Munition, ne? Das heißt, wir laufen mal eine kleine Runde. Oh, das Match kann jede Sekunde vorbei sein. Ja, Moon, 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 Moon. Aus, 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 aus. Okay, nächste Runde. Runde 4. Der ist auch weg. Okay, das sieht sehr gut aus. Hier fliegt wieder Muni. Die Meute mag uns. Das ist ein Braunbär. Und der mag uns überhaupt nicht. Überhaupt nicht mag der uns. Haben wir es geschafft? Okay, letzte Mission. Final Round. Typen. Das irritiert mich gerade. Die vorderen Reihen sind nur für wettende Kunden. Keine Ausnahmen. Es zwingt uns nicht, angreiflich zu werden. Ist er gesessen? Spritze rein. Okay, wir brauchen wieder ein bisschen Deckung. Wir müssen ein bisschen hier spazieren gehen. Den Typen weg. Ach du Scheiße, das ist ein ganz großes Viech. Okay, Midi-Pack rein.
Weg hier! Lass den Typen fallen, Mann! Oh mein Gott, 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 oh mein Gott. Das sieht auch ganz gut aus, was wir hier aktuell abziehen. Okay, ich muss Typen leben lassen, weil die müssen gegen dieses Nashorn kämpfen. Weil wenn wir nämlich keine Moon mehr haben, dann haben wir nämlich ein richtiges Problem. Ich hab's! Ihr lebt noch Typen. Scheiße. Wo ist der Kunde? Da hinten ist er. Oh, der teilt gut aus. Der teilt gut aus. Hört auf zu booten, Mann. Der Typ hält halt ein bisschen mehr aus als ich. Oh oh. Ich habe eine Idee, was ich probieren kann. Ist ein bisschen irre, ich weiß, aber was willst du machen? Jawoll! Huldig den Thompson hier! Den Arena-Beast vor dem Herrn. Alter Schwede. Fortsetzen! Okay, also sowas, was haben wir da davon? Beendet die Schlacht mit einer ausgewählten Waffe? Ist das einfach jetzt nur so irgendwie? Können wir uns da stundenlang die Zeit totschlagen, ohne dass wir da Fortschritt haben? Oder ich weiß es nicht. So wie ganz komisch, ne? Aber es macht Gaudi. Arena-Kämpfe sind geil. Zumindest lernt man halt auch ein bisschen taktischer vorzugehen. Das ist ja für mich gar kein Problem, weil ich bin ja... Also Noh ist die Arena-Tante. Los, hauen aufs Maul. Sowas würde ich ganz gern machen hier in dem Spiel. Also nicht in echt, sondern nur... Jawohl, schön. Ich gehe mal wieder hier, ne? Ich habe nicht nur jede Menge zu tun. Töte alle mit Heroin vollgepumpten Rothunde in dem Gebiet und die Dorfbewohner können es sich leisten. Ja, komm, machen wir das noch hier. Ja, danke dir. Rothunde töten. Das machen wir jetzt nur zum Schluss und danach hören wir mal auf für heute. Wo sollen wir denn jetzt eigentlich hin? Da sollen wir hin. Tut mir leid, ihr redet eine Sprache, die meine Zunge nicht spricht. Rothunde töten. Erreiche das Jagdrevier und rüste dich aus. Genau, da habt ihr halt wieder mal ein bisschen was XL-mäßiges. Ich glaube, heute haben wir nicht allzu viel Fortschritt gemacht, ne? Weil ich dachte, Noah ist wirklich so eine Tante, die, müsste so ein bisschen Story und so, aber das ist bloß Arena. Aber vielleicht ist ja Arena auch wichtig. Aber ich glaube es fast nicht. So unter uns. So, jetzt schauen wir mal, was hier hinten abgeht. Ja, die Pumpe ist gar nicht mal so schlecht. Und trotzdem mal die. Die ist einfach eine ganze Ecke präzise. Halt, hier mal eine Pflanze, die nehmen wir mit. Da bist du. So, und dann lasse ich es, glaube ich, für heute auch gut sein. Ich glaube, ich habe wieder 4 oder 5 Folgen aufgenommen. Also, wenn ihr mal wollt, ne, für die Leute, die hier in Far Cry ein bisschen mehr verfolgen, oder... Gut erkannt. Am Low-Bob-Skill erkannt, oder? Ne, für die Leute, die hier selber schauen... Die können ja, also ihr könnt ja sagen, ob ihr mehr Far Cry haben wollt oder nicht. Also das, wenn ihr sagt, ja du, hau mal anstatt zweimal die Woche, weiß ich, dreimal die Woche was raus oder so, dann mache ich das auch. Das ist kein Problem, da können wir auf jeden Fall unser Bild in der Mitte treffen. Ein Gyrocopter. So, hier gibt es jetzt Rothunde und die soll ich jetzt töten, okay. Sollte kein Problem darstellen, oder? Mit welcher Waffe darf ich sie töten? Mit einer Jagdspritze kannst du Tiere in der Nähe... Brauche ich alles nicht. Auf geht's.
hier mal gucken. Hier oben ist was. Vernichte die Rothundplage in der Gegend, okay. Punkt 1 haben wir geschafft. Ey, boah, ich musste echt die Luft anhalten, ey, das ist ja Wahnsinn. Wir häuten natürlich alle Tiere. Das ist richtig viel Geld, was wir hier einnehmen. Da wäre mal schön doof, wenn ich das jetzt nicht machen würde. Weil wir werden auch heute, glaube ich, mal unser Haus noch ein bisschen weiter verbessern. So, wo liegen denn die ganzen Mozis rum? Hier liegt nur einer rum. Auf der Karte sehe ich das ja mit den ganzen Xen, das weiß ich. Ja. Aber trotzdem erstmal finden, ne? Wir haben auch kein Zeitlimit, das ist sehr gut. Hier haben wir noch... Hier habe ich einige auf einmal erwischt, das war gut. Die Pumpe finde ich auch gar nicht mal so schlecht. Die hat eigentlich eine ganz gute Reichweite, auch wenn ich glaube, dass es noch bessere Schrotflinten geben würde. Für unsere Zwecke hier. Aber wir nehmen das, was wir haben und regen uns nicht auf über Dinge, die wir nicht haben. So, hier muss noch irgendwo einer drin sein. Hier ist noch einer. Nehmen wir auch noch mit. Okay, und natürlich das Ding hier nehmen wir mit. Hier muss irgendwo noch eine Kiste rumstehen. Hier ist er. Die nehmen wir auch noch mit. Hier ist auch noch eine Kiste und ein Auto. Vielleicht kann ich mit dem Auto einfach die Viecher über den Haufen fahren. Die sind ja krank, die Rothunde. Deswegen dürfen wir sie auch eliminieren. Nachgeladen haben wir. Wir haben ein paar Köder am Start. Molotowski vielleicht mal auspacken. So, gehen wir mal rüber. 100 Meter sind wir im nächsten Kampfgebiet. Und bei den Rothunden brauchst du eigentlich gar nicht so eine Spritze. Weil schießt der eine, dann sind alle tot, so ungefähr. Weil die anderen Viecher ja auch noch kommen. So, hier ist das zweite Gebiet. So, mal gucken, ob wir hier irgendwo... Ein bisschen fies, ich weiß. Schnell, hier kommt nämlich gleich die nächste Meute an. Nachladen. Da kommen sie. Der lebt noch! Oh, ey Leute, jetzt bin ich erschrocken. Die zwei sind weg, oder? Einer lebt hier noch. Komm, wo bist du? Ich höre dich. Oh, ey, warum ziehe ich jedes Mal wieder nach oben? Nachladen. That's it. Okay. Gut, dann hätten wir das geschafft. Dann häuten wir jetzt die ganzen Viecher noch. Dann flattern wir mal ganz schnell nach Hause. Und dann muss ich mal gucken. Ich glaube, wir werden das nächste Mal Longio so ein bisschen weitermachen. Also allgemein die ganzen Missionen, die hier so in der Gegend rumoxidieren, weil wir kommen ja nicht weiter, ne? Giftige Haut. Ich glaube, davon habe ich auch nicht allzu viel, oder? Von giftigen Häuten. Organ pflanzt nur Drogen an. Um satt zu werden, müssen die Leute jagen. Das heißt, die Gefahr von Tierangriffen steigt.
Wenn du etwas erreichen willst, ja, musst du den Menschen noch mehr helfen. Ja klar, also ohnehin schon. Ich habe ja sonst nichts zu tun, wisst ihr? Ich renne hier schon rum wie der Rächer der Enterbten hier. Nehmen wir auch noch mit. Hier liegt noch irgendwo einer im Busch. Hier ist er. Immer helfen, wisst ihr? Helfen, helfen, helfen. Was bekommst du dafür zurück? Nix. Noch mehr helfen, das bekommst du zurück. Du bist ganz schön weit geflogen, mein Freund. Wenigstens wurde man heute nicht als... Oder allgemein bei der Session wurde man gar nicht großartig von irgendwelchen Viechern angegriffen. So, wie schaut's denn aus hier? Das sieht eigentlich ganz gut aus. Hier haben wir doch überall... Sind das alles Missionen? Die hier, die Punkte? Ekstase und so? Sind das alles Missionen? Alter Schwede. Gut, dann Haus des Gals. Wir reisen mal schnell nach Hause. Gucken, dass wir unsere Butze wieder ein bisschen verschönern können. Rüsten uns neu aus und dann ist für mich jetzt auch dann Feierabend angesagt. Dann lege ich auch noch ein bisschen die Füße hoch. Aber wie gesagt, ne, wenn ihr mehr sehen wollt von Far Cry 4, dann haut es einfach rein. Das macht aber keinen Sinn, wenn ich es einfach so mache, wenn es am Ende keiner sehen will. So, Bärenfell, Rothundfell verkaufen, den ganzen Stapel möchte ich verkaufen. 346.000, das ist ganz gut. Das hauen wir weg. Munition anpassen. Genau. So, schauen wir, dass wir hier noch was Schönes bauen. Also ich sehe jetzt keinen Unterschied vom Licht her. Sieht genauso bescheiden aus wie vorher. Und mit dem Poster müssen wir auch mal weiter gucken, ne? Da müssen wir mit den anderen zwei Vögeln vielleicht mal ein bisschen was machen. Mal gucken, ob hier hinten jetzt wieder so ein Dings liegt. Ah, hier. Kugelsichere Weste. Also die brauchen wir nicht mehr kaufen, die kriegen wir jetzt immer geschenkt. Das finde ich sehr schön. Servus, Hausmeister Hubert. Ich hätte gerne ein bisschen was. Molotowskis brauche ich eigentlich nicht. Ein bisschen Geld wäre nicht schlecht. Was ist denn die Koppel? Da gibt es Wurfmesser. Was gibt es im Garten? Spritzenherstellung. Gyrokopter ist zu wenig. Und ein Schrein. Kleine Mengen Geld. Wir machen erstmal den Baum. Gucken, was passiert. Passiert überhaupt was? Gut, wir haben die Bäume gepflanzt und er kann sich jetzt bewegen. Das finde ich immer richtig toll. Wo ist denn die Fichte? Oh, guck dich den Baum an. Ist der nicht schön? Hier lag gerade eben Geld rum. Einfach mal 2000 Öcken. Sehr schön. Ah, hier. Hier liegt noch mehr Geld, gutes Mann. Kommt schon, nimm mit. Nimm mit. Ich sehe es doch, da ist noch mehr Geld in der Statue drin. Jetzt 800 Kröten nochmal. Sehr schön. Also wenn der Baum uns so wieder Geld ausspuckt, dann gefällt mir das. Okay, was haben wir denn noch? Was können wir denn noch kaufen? Das haben wir alles. Und für die großen Beträge, komm, da holen wir uns jetzt die Schwarzbrennerei. Da haben wir die auch schon mal. Und das nächste ist dann die Koppel. Ich will das Haus, wie gesagt, komplett ausbauen. Ja, aber da gibt es auch einen Erfolg dafür. Deswegen mache ich es eigentlich noch. Ich bin ja nur erfolgsgeil. Und da ist die Schwarzbrennerei und da haben wir ein paar Molotows. Aber ich meine, das ist ganz gut, weil... Wir müssen nicht so viel Geld zum Aufmunitionieren ausgeben, sondern wir kriegen das einfach alles gestellt. Hier, klettern. Alles voll. Okay. Ich würde mal sagen, mit der Aussicht auf unseren schönen Baum. Mich mit dem hier, auf diesen Baum. Aber vielleicht mache ich auch was anderes, mal gucken. Würde ich mal sagen, wir beenden das Ganze jetzt hier. Ja, wie immer, vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, diese Folge hat ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ihr so sein solltet, Däumchen nach oben nicht vergessen. Und das nächste Mal auch wieder einschalten, wenn es heißt, wir bauen unsere Butze weiter, Let's Play. Das Ganze in Far Cry 4. Wo denn sonst? Auch mit dem Wasserfall dazu. Mir gefällt das irgendwie. Hat was, ne? Gut, ich bin erstmal raus. Schönen Tag euch noch und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Tom.